Hallo bei der Serie iPhone und iPad Tipp des Tages. Heute zeige ich euch, wie man sich mit dem iPhone und iPad mit einem WLAN-Netzwerk, also mit dem kabellosen Internet verbindet. Heute anhand des iPad Minis, funktioniert aber natürlich beim iPhone und beim normalen iPad genauso. Zuerst schalten wir es einmal an und entsperren es. Danach brauchen wir die App Einstellungen. Da drücken wir drauf. Bei mir ist da jetzt eine 1, weil es ein Update gibt. Das möchte ich jetzt aber nicht installieren, sondern wir brauchen jetzt WLAN. Das heißt, ich drücke hier oben auf WLAN und bei mir steht es daneben schon mal aus. Das muss ich also erstmal anschalten. Wie mache ich das? Grundsätzlich beim iPad immer über diese Regler hier. Das ist so ein kleiner Schalter, wenn ich da drauf drücke. Beim iPhone natürlich der gleiche. Dann habe ich etwas angeschalten, dann ist es grün. Wenn ich nochmal drauf drücke, habe ich es wieder ausgeschalten, dann ist es wieder weiß. Wir schalten es also mit draufdrücken an und dann bekomme ich alle WLAN-Netzwerke in der Umgebung angezeigt. Nun muss ich mein WLAN-Netzwerk aus der Liste auswählen, einfach indem ich drauf drücke. Und dann fragt es mich nach dem Kennwort. Das steht meistens hinten auf dem WLAN-Router auf einem Etikett drauf, heißt WIP, WPA oder WPA2 Schlüssel oder vielleicht auch einfach WLAN-Kennwort. Und das muss ich dann eben abtippen. Denkt beim Eingeben bitte daran, auf die Groß- und Kleinschreibung zu achten und dass es wahrscheinlich keine Leerzeichen gibt. Wenn ihr ihn dann eingegeben habt, dann könnt ihr entweder hier oder hier auf Verbinden drücken. Nun ist hier kurze Zeit so ein Kringel gewesen, der sich gedreht hat, um die Wartezeit zu überbrücken. Und nun steht hier mein WLAN-Netzwerk und daneben ist so ein kleines blaues Häkchen. Das heißt, damit bin ich jetzt verbunden. Außerdem kann ich das dadurch erkennen, dass hier oben jetzt so ein kleines Symbol ist, das WLAN verdeutlicht. Ihr seht es, das ist immer das gleiche. Das ist das WLAN-Symbol, das habe ich jetzt hier oben immer stehen. Und dann weiß ich, ich bin mit meinem WLAN verbunden. Wenn ihr jetzt irgendwo zu Besuch seid oder ihr seid im Hotel oder weiß der Geier wo, dann könnt ihr immer hier in die Einstellungen reingehen und euch da mit dem jeweiligen WLAN-Netzwerk verbinden, vorausgesetzt natürlich, ihr habt das WLAN-Kennwort. Ich hoffe, ihr fandet den iPhone und iPad-Tipp des Tages hilfreich. Würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert oder mir einen Daumen hoch gebt und schaut mal in die anderen Videos vom Tipp des Tages rein. Vielleicht ist da noch das ein oder andere Hilfreiche dabei.